Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Und heute möchte ich Ihnen etwas zeigen, etwas ganz Wertvolles zeigen, nämlich, dass Ärzte auch ein Privatleben haben und eigentlich hinter dieser strengen und immer wieder schwierigen Situationen gegenüber Patienten auch ein Ausgleich stattfindet. Und ich freue mich ganz sehr, hier ein paar Ärzte vorstellen zu dürfen, nämlich der Dr. Dietrich Klinghardt aus Seattle. Ganz herzlich willkommen, lieber Dietrich. Arzt des Jahres 2012 in Amerika, habe ich gehört. 2008, also gut, auch dadurch herzliche Gratulation, rückwirkend. Und nebendran die zwei äußerst empathischen Ärzte in der Schweiz. Würde es den Titel geben, hättet ihr ihn auch, glaube ich, schon ein ganzes Jahrzehnt verdient. Friederike Wiechel und die Petra Wiechel und die Lebenspartnerin von Dietrich Klinghardt, die Daniela, ganz herzlich willkommen. Dietrich, du hast mir gesagt, und das wusste ich gar nicht, du hast ursprünglich dein Studium finanziert als Straßenmusiker. Ja, ich war in Freiburg bekannt als Straßenmusiker. Unter meinem Künstlernamen damals, den möchte ich jetzt nicht sagen. Okay, aha. Ja, und da hast du ja einerseits das Studium finanziert, aber auf der anderen Seite auch eine ziemlich coole Bewegung da initiiert, ja, von der ich eigentlich bisher auch nichts wusste, aber auf das dürftest du eigentlich ja auch stolz sein, oder? Ja, wir haben damals mit einer ganz kleinen Gruppe von Leuten organisiert den Widerstand gegen den Bau vom Kernkraftwerk in Wiel damals, in der Nähe von Freiburg, und haben es wirklich geschafft mit Hilfe meiner Musik und natürlich der Arbeit von ganz vielen anderen, die dann sehr schnell mit dabei waren, dass wir für 7 Jahre 20.000 bis 30.000 Leute auf diesem Bauplatz hatten, die dort gecampt haben und dann Musik gemacht haben und Theater und Leben dorthin gebracht haben, sodass nicht gebaut werden konnte, bis die Regierung dann schließlich aufgegeben hat. Und es war das letzte Kernkraftwerk, was gebaut werden sollte. Mhm. Oder rückblickend gab es ja einen Stopp jetzt erst vor ein paar Jahren, dass wirklich aufgegeben wurde, diese Politik, weil der Lebensraum in Deutschland ist so eng bevölkert, dass es keinen Platz gibt, wo man ein sicheres Kernkraftwerk hinstellen kann, das nicht gefährlich ist für einen großen Teil der Bevölkerung, oder? Und von daher war das sinnvoll und erfolgreich. Und meine Straßenmusik war da sehr, sehr mit beteiligt dabei. Und das ist jetzt wirklich auch eine große Ehre und Freude, denn wir möchten eigentlich mal den Dietrich Klinghardt zusammen mit dem Chor Wiechel einfach auch mal hören und sehen, wie das so einfach in der Freizeit läuft, wenn ihr zu Hause seid und ein bisschen loslässt, entspannt und feiert. Und du hast da ein Lied mitgebracht, das du selbst komponiert hast. Und ich sage immer, wo ich dich vorhin so gehört habe, eine Mischung zwischen Eric Clapton und Udo Lindenberg. Und ja, dann würde ich doch einfach mal bitten, dass wir da in dieses Lied einsteigen und den Zuschauerinnen und Zuschauern einfach mal zeigen, was Ärzte sind und was die für ein großartiges, riesiges Herz haben und sich selbst beim Texten unglaublich viele Gedanken machen, was sie sagen. In dem Sinn, darf ich dich bitten? Vielleicht noch ein paar Worte. Ich war damals als Straßenmusiker finanziell erfolgreich, weil ich meine Lieder zu den Themen der Zeit geschrieben habe. Mhm. Nicht jetzt irgendwie Fantasielieder oder Liebeslieder, sondern Lieder zu den Themen, die gerade anstehen. Und wollte mit diesem Lied zeigen, dass ich das immer noch kann. Obwohl ich gleich sagen muss, ich habe gerade meine Covid-Zeit hinter mir und habe einen Teil von meiner Stimme verloren. Der kommt wieder, aber ist noch nicht ganz da. Deshalb, wenn es ein bisschen hängt, oder dafür habe ich meine Mitsänger. Ja, der Chor ist da, wir sind alle bereit. Der Song heißt Engel kommt. Engel kommt, dunkle Wolke. Ganz fest an der Hand. Dunkle Figuren aus der oberen Klasse wollen unsere Welt regieren, und sie kauften Präsidenten und die Presse, wollen viele von uns eliminieren, und sie zerstörten unsere Atmosphäre und verbrennen unser Land. Sie vergiften nicht nur unsere Meere,
auch die Nähe, die uns einst so verband. Lockdown, Engel kommt, dunkle Wolken ziehen über unser Land. Engel kommt, bitte helft uns und nehmt uns heute als Fest an der Hand. Einen Virus machten sie zu ihrer Waffe. Das ist ja heute nicht schwer. Und die Presse hat ihn dann verbreitet. Mit Angst, Hass und Gegenwehr. Unseren Kindern verschloss man ihre Schulen. Den Älteren zum Leben den Kontakt. Und die Künstler nahm an ihre Bühnen, halbe billig und im gleichen Takt. Lockdown, Engel kommt, dunkle Wolken ziehen über unser Land. Engel kommt, bitte helft uns und nehmt uns heute als Fest an der Hand. Meine Nadel soll mich bald erlösen vor meinem Schicksal und vor meiner Angst. Oh, wer nicht mitmacht, gehört zu dem Bösen. Rette dich, solange du noch kannst. Wächst ihre dunkle Macht denn ständig? Wir spüren ihre Arroganz. Doch heute sind wir noch lebendig und wir tanzen unseren eigenen Tanz. Engel kommt, bitte helft uns. Alleine schaffen wir es nicht. Engel kommt, bitte zeigt uns den Weg für alle hin zu Liebe und Licht. Ja, super. Ja, lieber Dietrich, du hast ja noch eine Geschichte. Du hast ja auch irgendwo mitgewirkt, dass es da mal eine autofreie Fußgängerzone gibt da in einer Stadt in Deutschland. Erzähl mal. Ja, also Freiburg hatte nicht immer eine Fußgängerzone und hatte nicht immer Fahrradwege am Straßenrand. Und ein guter Freund von mir wurde nachts überfahren von einem Betrunkenen. Und da habe ich mich entschieden, dass ich meine Kraft aufwende dafür, dass es anders wird. Und habe über das Schreiben von Straßenmusik und dann war das Fernsehen, war so langsam an mir interessiert. Und über ein paar Fernsehauftritte habe ich es geschafft, mit dem Gemeinderat von Freiburg oder Stadtrat von Freiburg damals zu sprechen und gesagt, okay, ich werde jetzt entweder, so wie wir es in Biel gemacht hatten, ein paar Jahre vorher, 20.000 Leute auf die Straße bringen, die auf der Straße zelten und übernachten. Oder ihr kümmert euch jetzt drum, dass ihr über die neue Ordnung, Gesetzgemäßigkeiten, dass Freiburg die Innenstadt frei wird von Autos und dass überall Fahrradwege hinkommen, wo Studenten von ihren Wohnungen zur Uni müssen und zurück, dass sie das machen können, ohne nachts überfahren zu werden. Und damals wieder mit Hilfe von einer sehr, sehr eng befreundeten Frau haben wir es geschafft, das durchzusetzen. Und für mich war es spannend, weil ich nach dieser Aktion, als wir das Gefühl hatten, okay, wir sind jetzt gehört worden, bin ich für 3 Jahre nach Indien gegangen. Und als ich zurückkam, war Freiburg Fußgängerzone und die Innenstadt frei von schwerem Verkehr und überall waren Fahrradwege. Und Freiburg war die erste Stadt in Deutschland, die das durchgesetzt hat. Und dann war wie so ein Kartenhaus, sind alle anderen schönen Städte gefolgt. Wow. Heute ist Würz zum selbstverständlichen Stadtbild oder dass Fußgängerzonen sind. In Amerika, wo ich wohne, ist es immer noch völlig unbekannt, oder? Dass die Innenstadt eine Fußgängerzone braucht, oder? Mhm. Das heißt, das war damals die Kreativität von relativ wenigen von uns, die das gesehen haben. Das waren nicht die Stadträte, es waren nicht die Stadtarchitekten, sondern es waren wir armen Studenten oder die gesehen haben, was nötig ist und es durchgezogen haben. Und wir hoffen auch, dass diese Generation von Jungen, die noch so viel Kraft und Saft in sich haben, dass sie wieder bereit sind, das durchzusetzen, was fürs Leben wichtig ist und notwendig ist. Ja.
Man kann uns auf uns Alte nicht mehr verlassen oder weil wir nicht mehr die Kraft haben, die manchmal nötig ist. Also du darfst echt stolz sein auf das, was du geleistet hast. Wir sind ein großes Vorbild für viele, viele Ärzte, aber auch für Nichtärzte, auch für mich bist du ein großes Idol. Und ich wusste auch nicht, dass du so toll Musik machst, das ist echt schön. Aber noch kurz rüber zu der Friederike, auch du hast da mit speziellen Nebenjobs gearbeitet, um dein Studium zu finanzieren. Ja. Ich fand es schon immer schön, auch während des Studiums. Ich wollte nicht so abhängig sein von meinen Eltern, auch wenn meine Eltern alles für mich getan hätten. Aber ich wollte es einfach nicht. Mhm. Und ich fand es, weil ich ja nie so konform ging mit dem, was ich da gelernt habe, fand ich es immer langweilig, irgendwie in der Arztpraxis zu arbeiten oder irgendeinen Studentenjob zu machen an der Uni, wie das die anderen gemacht haben. Bei mir hat es der Zufall so ergeben, dass ich an der Champagnerbar arbeiten sollte. Und es war... Für mich nicht nur, weil es die Lebensfreude pur ist, die Menschen, die an so eine Bar kommen, ne, die haben einfach so diesen Genuss in den Zellen verankert und es war so schön und die Menschen sind da hingekommen und haben mir ihre Lebensgeschichten erzählt. Also es war irgendwie auch so ein Therapieort dann für viele, gerade die älteren, einsamen, verlassenen. Und es hat mir für mein Leben viel mehr gegeben als jetzt so ein Job in der Arztpraxis. Das ist viel Empathie auch gelernt, wahrscheinlich zuhören zu können. Etwas, was ein Arzt natürlich ausmacht, einen guten Arzt zuhören zu können. Das habe ich heute auch schon mehrfach gehört von anderen Gästen. Nun, ich würde, bevor wir dann zur dritte zu Petra rüberschreiten und mal hören, wie sie das denn alles gemacht hat, möchte ich eigentlich gerne mal hören, was du uns noch für einen zweiten Song mitgebracht hast, wo wir natürlich auch schon ein bisschen für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einstudiert haben, ein bisschen geübt haben. Aber es ist einfach so schön zu sehen, wie diese Familie, dieses Bewusstsein von Ärzten, wo einfach so empathisch ist und so vieles Herzblut schon gibt in der Therapiemöglichkeit und Heilung von Patienten, wie sie sich einfach auch entspannen und loslassen. Und darf ich die Spiele beginnen, lieber Dietrich, leg los. This letter of English. From you I receive, to you I give, together we share, by this we live. You I receive, to you I give, together we share, by this. Schön, wunderbar. Ich glaube, das könnte man jetzt noch eine halbe Stunde weiter singen, so, oder? Das kenne ich, das Lied. Das hast du mal gespielt bei deinen Kongressen. Das ist wie die Klinghardt-Hymne, glaube ich. Ja. Ist sicher? Ja. Ist das die Klinghardt-Hymne? Ja. Und am Schluss singen alle mit? Habe ich von Daniela gelernt. Das ist eins von den Liedern, die in der Waldorfschule gesungen werden für die Kinder. Ach, super schön. Wunderbar. Ja, jetzt Petra, erzähl mal, wie hast du das gemacht? Man wird ja nicht einfach nur Arzt und... Bei mir war ja ganz viel anders, weil ich habe mit 7 schon gewusst, was ich werden möchte. Und ich kann mich erinnern, dass ich schon so mit in der Schulzeit immer, als ich das durfte, dann ganz viele Dienste im Krankenhaus machte. Und der Wunsch war unglaublich groß und 4 Jahre kein Studienplatz. Und ich habe immer die Nähe zu diesem Krankenhaus gesucht und habe dort versucht, auch zu helfen, weil es war nicht nur, war immer ziemlicher Notstand auch. Natürlich immer in der Funktion, im pflegerischen Bereich an der Basis zu arbeiten, aber boah, das hat mir so viel Spaß gemacht. Und habe dann auch sehr viel im Studium so Nachtdienste gerne übernommen und Kinderchirurgie, weiß ich noch. Und ach, das war so meine Welt. Ich hätte es nicht anders so Aber die, du kannst mal von der Oma erzählen, weil die Oma ist ja schon ins Krankenhaus gegangen und hat die Suppen gekocht. So, also du hast es schon auch so mitbekommen. Ja, also meine Großmutter, die ist ja auch interessant, die hat ja mit über 50 nochmal einen neuen Beruf gelernt.
und ist dann sehr schnell in diesem Universitätsklinikum in Greifswald Chefarztsekretärin geworden von damals und hat eigentlich die ganzen OP-Berichte immer geschrieben und wusste ganz genau, wer hat den zweiten, den dritten postoperativen Tag und ob das nun Luzi war oder Maria oder was weiß ich. Sie war, du bist diese Großmutter nochmal. Ich hatte zwei goldene Hände im Kochen und ich weiß, dass meine Großmutter immer morgens mit dem Körbchen losging. Mhm. Und da war dann die schöne Nudelsuppe drin, die schöne Hühnerbrühe und auch die Speise. Und dann hat sie immer um 11 abgeschlossen und hat ihre Speisen und Suppen auf der Station verteilt, weil damit hat sie sie wieder aufgebaut. Super, wunderbar. Ja, das war so schön. Ja, Dieter, ich habe auch noch eine Frage an dich. Ich meine, was du schon alles gemacht hast und erlebt hast, diese Hochs und Tiefs, Diffamierungen, Anfechtungen, du wurdest immer wieder bekämpft und wieder, und dann bist du doch verantwortlich gewesen für Tausende von Medizinern, die du in Weiterbildungen weitergebracht hast. Wie konntest du mit diesem umgehen? Warst du manchmal auch am Boden, seelisch? Ja, natürlich. Ich habe viel erlebt, viel durchgemacht. Die Details spielen jetzt keine Rolle. Aber eine Sache, wie ich mich selber heile, ich habe zum Beispiel jetzt vor 2 Jahren eine Musik-CD rausgebracht, die heißt Tiefen und Höhen. Mhm. Oder? Und werde über meine Musik sehr viel los. Ja. Oder? Ich mache zu Hause schon jeden Tag für mich. Immer am Abend kommt die Gitarre raus. Oder eine von meinen Gitarren. und dann, je lauter ich singe, desto mehr wird frei in mir. Und das war immer eine meiner Methoden. Ich mache auch selber Atemsitzungen mit verschiedenen Atemtechniken, Yoga, Meditation und im Wald spazieren gehen. Und wenn es geht, im Meer schwimmen. Im Meer schwimmen ist für mich der Höhepunkt. Verstehe. Heilt ganz vieles, fällt ganz vieles ab. Ja. Aber hast du das Gefühl, dass du deinen Verdienst, den du ja auch wirklich verdienst hast, dass der Lohn dafür auch von die Genugtuung, dass du die bekommen hast, ist dies das Wissen von dir wirklich auch wieder zu dir zurückgekommen? Sag, danke, lieber Dietrich Klinger, dass du uns so viel gegeben hast. Ja, na, ich bin immer noch dabei, das zu entwickeln, was bei mir sich manifestieren will, oder? Ich bin noch nicht ganz am Ende damit oder so, aber ich habe sehr, sehr viele dankbare Patienten und ganz, ganz viele dankbare Ärzte und aus den Heilberufen Leute, die dankbar sind für das, was sie von mir gelernt haben. Und das fließt auch zurück. Es kommt schon an. Ja, ich möchte vielleicht daran erinnern, dass auch wir von Kurs 24 äußerst dankbar sind natürlich. Und ich darf vielleicht auch hier schon sagen, dass du auch für dein Lebenswerk den Kurs 24 Award gestern verliehen bekommen hast. Ja, danke. Das war eine große Ehre, ne, dieser Award. Das bedeutet sehr viel für mich. Ja, danke. Ja, war schon sensationell, wer da alles mitgemacht hat und gekommen ist, um einfach wirklich auch dir mal die Achtung auszusprechen, die du verdient hast. Und ja, ich finde, dass dieses Fest, so gemeinsam so zusammenzusitzen, zu zeigen, das ist Dietrich Klinger, das ist die Familie Wiechel in der Freizeit und es ist einfach nur schön und angenehm. Ja gut, dann singen wir noch ein Lied. Ja, freilich machen wir noch ein Lied. Ich hoffe, die Zuschauer hören uns noch gerne zu. Danke für diesen neuen Morgen. Danke für diesen schönen Tag. Heute mach ich mir keine Sorgen, weil ich ja zu meinem Leben sag. Danke für diesen neuen Morgen, danke für diesen schönen Tag. Heute mach ich mir keine Sorgen, weil ich ja zu meinem Leben sag. Jede Ideologie macht dich fürs Leben blind. Ich will auch die Dinge schauen, so wie sie wirklich sind. In eine Schublade ordne ich mich nicht selber ein. Jedes Etikett, das aufgeklebt ist, mir zu klein. Ich bin nichts von alledem, worauf man mich reduziert. Die Haare, die heute wachsen, sind schon morgen abrasiert. Ich liebe das Leben, so wie es ist. Ich weine und lach und lass auch dich sein, wie du bist.
das Leben lebt nach einem einfachen Gesetz. Sei lebendig, hier und jetzt. Schönen Tag, heute mach ich mir keine Sorgen, weil ich ja zu meinem Leben sag. Boah, bravo! Super, super. Ja, liebe Dietrich, ich möchte dich einfach vielleicht mit deine Weisheit nochmals ansprechen, deine Lebenserfahrung, und einfach mal bitten, was würdest du so in dieser schwierigen Zeit, in die wir uns jetzt auch befinden, in Welt des Wandels, den Zuschauern einfach so mit auf die Reise geben? Was würdest du ihnen so empfehlen, worauf sie ja ein bisschen zu achten hätten? Ja, jetzt, da kann ich auf die Weisheit von anderen zurückgreifen. Wir, einmal ist es wichtig, gewahr zu werden, was für Kräfte im Moment wirken in unserem Feld über die Medien und über politische Organisationen und über die Berufsordnungen, denen wir alle unterliegen. Erstmal sich zu orientieren, was es im Moment war, was es nicht war. Und dann der zweite Schritt, dann zu schauen, wo bin ich noch frei, wo kann ich noch handeln und wo muss ich dem ergeben? Oder Jesus selbst sagte ja irgendwie manchmal, du gibst Cäsar, was Cäsars ist, oder? Oder weiß ich was, der Kaiser. Du musst sehen, wo du noch frei bist und diese Räume nutzen. Mhm. Freiheit muss jeden Tag neu erkämpft werden, oder? Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ihr das wisst. Es gibt Freiräume und die aufzuhalten, so weit wie es geht. Und da, wo ihr nichts ändern könnt, sich dem zu ergeben und dann innerhalb von dem einmal innerlich Frieden zu finden damit. Und auf der anderen Seite sich intelligent in dem Ganzen zu verhalten. Ja. Und dann natürlich das Wichtigste vielleicht für die Zukunft der Menschheit ist, dass wir Menschen, die ein bestimmtes Verständnis haben, dass wir uns zusammenschließen. Oder? Mhm. Da quotiere ich jetzt Karl Marx, oder? Mhm. Man kann einen Finger brechen, aber nicht eine Faust. Und mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Die Zeit ist schwer. Mhm. Die von euch das noch nicht wissen. beglückwünsche ich, dass ihr sollt auch euch weiter innerlich im Frieden fühlen. Aber die von euch, die schon ein bisschen weiter sind auf der Reise und sehen, was alles nicht in Ordnung ist und die großen Lügen unserer Zeit und diese Riesenmacht, die sich da über uns ergießt, damit innerlich umzugehen. Und das Wichtige ist, oder, dass wir innerlich den Stress ständig abfließen lassen und abbauen, oder dass wir innerlich unsere Zufriedenheit behalten mit den ganzen Einschränkungen, die es halt uns gibt, uns trotzdem in diesen Freiräumen, die es ja noch gibt, da drin zu existieren und es schön zu machen für uns. Das erste Wort, wo du gesagt hast, Freiheit, ich mag mich erinnern, die Menschheit musste Jahrhunderte kämpfen für so viel Freiheit, die wir heute haben. Ja. Und dieses Gut, das ist wirklich sehr wertvoll. Mhm. Vielleicht noch du bitte, Petra, willst du auch noch den Zuschauerinnen und Zuschauern irgendeine Information, einen Tipp noch auf die Reise geben, ja, in dieser Zeit? Das Allerwichtigste ist wirklich im tiefen Frieden mit sich selbst zu bleiben. Angst ist der wirklich schlechteste Motor. Mit Angst lässt sich alles erreichen und es ist menschlich klein und es ist menschlich eng. Es ist menschliche Größe. Offen zu bleiben, andere Meinungen nicht abzulehnen, sie wahrzunehmen, zu akzeptieren. Und vielleicht ist es manchmal gar nicht so schlecht, einem Andersdenkenden jetzt Gehör zu schenken, weil er, wie du so schön gesagt hast, auf dieser Reise, auf der Erfahrung schon ein weites Stückchen voraus ist.
Wir sollten alle daran arbeiten, dass diese Gräben, die da gegraben werden, wieder zugeschüttet werden. Weil wir sind Menschen, wir sind Einheit, wir gehören zusammen. Und diese Spaltung ist einfach gefährlich, egal in welchen Lagern sie stattfinden. Ja, wir haben alle Arme. Also wir werden über diese Gräben auch noch unsere Arme strecken können und unsere Hände finden. Aber wir müssen aufpassen, dass sie für uns nicht zu breit, zu tief gegraben werden. Genau. Dass es uns nicht mehr gelingt. Ja. Und Friederike, hast du auch noch einen Wunsch, den du gerne ins Universum streuen möchtest? Ja, vor allem an die junge Generation, vor allem auch an meine Freunde, die jetzt einfach den Weg gewählt haben der Injektion, weil sie sagen, ich möchte meine Freiheit zurück. Ja. Ich möchte reisen, ich brauche das. Und an diese Menschen appelliere ich, weil ich finde, man sollte auch der Wahrheit ins Auge schauen. Man sollte akzeptieren, dass die Welt im Wandel ist und dass es nie mehr so werden wird wie früher. Ich muss mich damit auseinandersetzen, ich muss es verstehen. Und wir dürfen, glaube ich, alle, wenn wir uns verbinden und in unserer Mitte verankert sind, ein schönes Morgen sehen. Mhm. Also das, glaube ich, ist schon so. Aber ich muss jetzt akzeptieren, dass eben das Alte definitiv nicht mehr zurückkommen wird. Danke vielmals. Jetzt hast du die Gitarre einfach so runtergestellt, als ob du aufhören möchtest. Das ist jetzt ein bisschen schade. Hast du noch so ein Verabschiedungslied, so einfach, was wir dann ausklingen lassen? Oder vielleicht nochmals dieses Danke-Lied? Wir singen das munter darauf hin und dann verabschieden wir uns bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir hoffen, dass Ihnen die Lieder und der Songs von Dietrich Klinger, gibt's das übrigens auch als DVD? Alles, was du da machst, oder müssen die Leute das herunterladen jetzt auf YouTube? Ah ja. Schon, keine DVD. Na, wir haben noch ein schönes Lied. Find noch ein schönes Lied. Und das hören wir uns natürlich an. Eric Clapton, Udo Lindenberg vereint in Dietrich Klinghardt. Eine weitere Songpremiere. Trommel. Okay, dieses Lied heißt Nur so wie ich bin. Und das ist ein Lied von mir, was in 64 Sprachen schon übersetzt wurde. Oh, ja. Aber du singst Deutsch. Ja. Gott, doch. Nur so wie ich bin, erreiche ich das, wonach ich such. Nur so wie ich bin, erreiche ich das, wonach ich such. Ich bin wie ich bin. Und wir mögen Sie auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke, dass ihr beigewohnt habt. Ich wünsche Ihnen alles Gute, alles Liebe. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander. Ade, bye bye.